Einmal in der Kalkscheune. Kannst du auch sehen? Einstellung. Joai, heute ist der 25.03., der 25. März 2011. Es ist Freitag. Der Sonnenschein macht eine kleine Pause. Es ist ein wenig nicht so schön draußen. Ja, und heute ist natürlich Freitag. Das heißt, eigentlich gäbe es ein Freitagsthema. Wobei, heute muss ich passen, weil zum einen, also so ein wirkliches Freitagsthema, also so ein, ja, habe ich mich die ganze Zeit drüber aufgeregt, habe ich eigentlich nicht. Gäbe natürlich so ein paar andere Sachen, aber ich bin heute den ganzen Tag auf einem Facebook-Event, also auf der Hack Berlin von Facebook, sprich Vorträge vormittags, Workshop wahrscheinlich Nachmittag, keine Ahnung, wie ich mir das da vorzustellen habe, ab 1 oder 2 ist gemeinsames Programmieren, keine Ahnung, was wir in den paar Stunden dann da reißen wollen. Aber ich denke mal, die Vorträge dürften relativ interessant werden. Das heißt also, eventuell gibt es so ein Mini-Freitagsthema, aber ich denke mal eher nicht, weil zeitmäßig. Ich hatte diese Woche auch eigentlich keine Zeit, mich aufzuregen. Und über die Telekom habe ich schon genug Worte verloren. Die war übrigens gestern immer noch nicht da. Das heißt also, 2 Tage quasi ohne vernünftiges Internet. Ob sie heute kommen, weiß keiner. Naja, mein Kollege ist da, er weiß Bescheid. Und er wird mich anrufen, wenn was passiert oder auch nicht. Also wenn nichts passiert, dann braucht er mich natürlich nicht anrufen. Oder möchte der Schnuffel das Freitagsthema übernehmen? Sicherlich. Ja, das Ganze findet in der Kalkscheune statt. Und alle sollen Laptops mitbringen. Okay, habe ich bei. Der ist auch geladen. Die Frage ist, gibt es trotzdem in der Kalkscheune auch genug Steckdosen, um zum Beispiel ernsthaft angeschlossen zu sein und ernsthaft Strom zu haben? Also auch in der Seabase wird immer die große Stromspinne ausgerollt, weil einen kompletten Tag lang. Ja, ich weiß nicht, vielleicht halten Apple-Laptops so lange. Nein, tun sie nicht, wenn man mitarbeitet. Aber ich muss sagen, meiner und der viele andere mit Sicherheit nicht. Deswegen wäre schön, wenn die auch Strom hätten da. Ansonsten ist das Ganze relativ schnell vorbei. Da zu erwarten ist, dass wir zum Beispiel auch WLAN brauchen und das ja bei Laptops der größte Stromverbraucher normalerweise ist. Glaube ich, ja doch ist er. Neben Prozessorleistung und 3D-Beschleunigung wäre Strom ganz gut. Ja, also ein kleines Freitagsthema wird es auf jeden Fall geben. Also wer direkt hinspringen will, ne? Freitagsthema hier. Ja, und ansonsten fällt mir gerade ein oder ist mir gerade eingefallen, die letzte Woche läuft. Ja, quasi heute in einer Woche bin ich wieder selbstständig. Dann haben wir für das Kochvlog für morgen nochmal alles durchgecheckt. Also, ob wir alles haben, beziehungsweise was die Arne heute noch kaufen muss, ist nicht allzu viel. Und wir glauben, das wird sehr lecker. Wie gesagt, wird nichts Vegetarisches, aber wird bestimmt trotzdem lecker, für alle anderen zumindest. Ja, die freundlichen Kaffee-Ladies werden mir fehlen, aber das ist eigentlich immer so. Immer wenn ich mit den Kaffee-Ladies quasi warm geworden bin, dann fahre ich da irgendwie nicht mehr lang. Das ging mir bei unserer alten Agentur in Prenzlauer Berg so, das ging mir in Kreuzberg so, das ging mir in der Dessauer so und jetzt wieder. Ja, dass es etwas schwierig mit dem Freitagsthema ist, das habe ich auch gerade an den Revolverblättern gesehen. Jedes hat ein anderes Titelthema. Von Internetmobbing über E10, über ein Brüderle. Alles vertreten. Ich glaube, irgendwas ist da sogar gewesen, was jetzt überhaupt kein Schlagzeilenthema war, sondern irgendwas neben Belangloses. Jo, bin ich an diesem etwas unfreundlichen Morgen auf dem Weg zur Kalkscheune, wo die Veranstaltung ist. Und ja, Diana hat mich gerade an SMS
Dass ich ganz vergessen habe, dass ja am Samstag, also morgen um 12 Anti-Atomkraft-Demo ist, wo wir natürlich auch hingehen werden. Das heißt also, wir werden Kochen dann auf den Nachmittag verlegen, danach. Das heißt, es wird quasi ein leckeres Abendessen werden. Ja, also wieder ein pickepockevolles Wochenende, weil wir uns Sonntag ja schon mit unseren Tauffreunden wieder verabredet haben. Alter, Falter, Alter, nur unterwegs die beiden. Tja, da Licht, Zeitpunkt und Wetter heute auch den ganzen Tag nicht besser werden, können wir das Freitagsthema auch gleich abfahren. Wie gesagt, heute ist es kein großes Freitagsthema, weil diese Woche war so indifferent. Also es gab nichts, was jetzt so meinen persönlichen Nachrichtenalltag dominiert hat. Ich meine, die Sache mit bombardieren wir mit oder nicht, ist ja im letzten Blog schon drin. Und da würde mich auch tatsächlich immer noch eure Meinung interessieren. Deswegen verlinke ich das nochmal hier. Also sollten wir mitbombardieren oder nicht? Fände ich total cool, wenn ihr da noch irgendwie was zu kommentieren könntet. Ja, und das heutige Freitagsthema ergibt sich im Prinzip aus einem, sag ich mal, lustigen Politikerunfall gestern, nämlich Herr Brüderle, unser FDP-Minister. Ja, war er gestern bei seinen Industriekumpels oder vorgestern und hat eine Rede gehalten und hätte sich fast um Kopf und Kragen geredet und hat zugegeben, dass das Moratorium und das Bemühen um einen beschleunigten Ausstieg ja letztendlich aus wahltaktischen Gründen passiert. Ist irgendjemand überrascht? Oh, das haben sie nur wegen der Wahlen gemacht. Ja, ist natürlich blöd, dass er das jetzt quasi verpatzt hat. Und ich möchte einfach die Baden-Württemberger und die Hessen bitten, das am Sonntag entsprechend zu honorieren. Na, also, wer sich denn immer noch nicht sicher war, er hat es euch bestätigt. Ich meine, klar, Schützenhilfeverein, die Lobbyvereinigung der deutschen Industrie, hat ja dann gesagt, ja, das Ganze ist ja nur ein Protokollfehler gewesen. Man hat den Mann ganz falsch verstanden. Der hat eigentlich ganz was anderes gesagt. Er hat nur gesagt, ja, dass das jetzt so schnell kommen musste, das ist, kann man manchmal in bestimmten Situationen nicht voraussehen. Ja, die Situation heißt also Wahlsonntag. Insofern, ja, mehr oder weniger hat vorgestern ein Regierungsmitglied die Hosen runtergelassen und wahrscheinlich zum ersten Mal oder seit langer Zeit mal wieder in seiner Politikerkarriere die Wahrheit gesagt. Ne? Ja, also nicht, dass wer sich das überlegt hat, nicht schon längst gewusst hätte, aber ja, es ist ihm rausgerutscht und ich sag mal, damit ist es quasi gesagt und bestätigt. Und das ist doch erfrischend zu sehen, dass auch manchmal Politiker so einen inneren Zwang verspüren, die Wahrheit zu sagen. Gut, dass ihnen das vielleicht auf die Füße fällt. Pech gehabt. Ja, und dann muss ich sagen, da haben dann tatsächlich mal unsere, sagen wir, Medien, zweite Reihe, hat ganz gut funktioniert. Die haben ja gestern sofort, sage ich mal, die News verbreitet und haben sich dann auch nicht gleich einlullen lassen, als es hieß, ja, das war alles nur ein Versehen. Ich muss sagen, ich habe unsere A-Reihe Medien habe ich nicht abgecheckt, also was jetzt zum Beispiel mein Enttäuschungsblatt der Spiegel dazu gesagt hat, also Spiegel Online, ob die auch darauf eingestiegen sind oder ob sie nachher das abgeschwächt haben, weiß ich nicht, aber zum Beispiel hier bei Heise und diversesten anderen, sage ich jetzt mal B-Magazinen, was jetzt Tagespolitik angeht, die sind darauf eingestiegen und ich muss sagen, das Internet war auch relativ rege. Ja, und insofern hoffe ich, dass das bis Sonntag trägt. Ja, dann noch was in eigener Sache. Wie gesagt, Diana hat ja, habe ich aber eben gerade gesagt, hat mich gerade daran erinnert, dass morgen Anti-Atomkraft-Demo ist. Das heißt, das Kochvlog machen wir dann, filmen wir dann im Anschluss. Aber auf jeden Fall gehen wir zur Demo, weil, hatte ich ja letzte Woche gesagt, hilft nichts, wenn Demos sind und keiner hingeht, dann wird sich auch nichts ändern. Insofern möchte ich dann alle aufrufen, weil ich weiß, dass nicht nur in Berlin, sondern in diversesten Städten sind Anti-Atomkraft-Demos. Geht hin. Fällt gerade ein, das Problem ist, die meisten werden das gar nicht sehen. Also, nee, ihr werdet es einfach nicht sehen, weil dieses Vlog kommt ja erst morgen. Das heißt, egal, morgen
Atomkraft-Demo, das heißt, parallel zum Kochvlog wird es mit Sicherheit auch ein paar Bilder von einer Demo geben. Jo, so viel erstmal zum Freitagsthema. Ich werde jetzt erstmal rüber zur Kalkscheune zur Anmeldung von der Hack gehen und dann mich überraschen lassen, was das so den ganzen Tag über gibt. Ja, das ist der erste Tag der letzten Woche meines Angestelltseins. Na dann. Jupp, damit können wir davon ausgehen, das wird ungefähr so eine Veranstaltung, wie ich nicht erwartet, sondern befürchtet habe. Da steht ein Türsteher und der sagt, Türsteher. Einlass erst ab 10, dabei haben sie erstmal groß geschrieben, ab 9.30 Uhr registrieren und so weiter. Okay, also erst ab 10. Ja, was hier so an Klientel, gerade so taximäßig und Audi A8 mäßig vorgefahren ist, ist so Geschäftsführerklientel. Ich glaube, da ist mit Hack nicht allzu viel. Also irgendwie Kongresse in irgendwelchen Hackspaces, muss ich sagen, sind halt dann doch anders. Naja, ist halt Facebook, ne? Als nerdig lackiertes Aktienunternehmen. Oh, die iPhone-Fraktion beschwert sich, dass sie jetzt noch eine Dreiviertelstunde totschlagen müssen. Places, Events. If it is something that's part of the social graph, then it's available via the Graph API. And we expose two other things on top of that, logically on top of the Graph API, which are the social plugins. Many of you are familiar with Like. In fact, how many of you use Like in your applications today? And we use this group to help us make decisions throughout our lives and figuring out what to do, where to go, what to buy, etc. And what they do is they give you recommendations of things in other quadrants, okay? Yo, way cool. Also, mein Kopf explodiert quasi vor Ideen. Ja, also nicht wirklich. Also, er explodiert nicht in echt jetzt. Also, nee, aber, ziemlich cool. Dass wir programmieren und zusammen, werde ich mir jetzt nicht geben, weil das hat sich auch geklärt. Das ist im Prinzip, wenn man tatsächlich irgendwie Probleme hat, Aufgabenstellungen, die man schon seit Ewigkeiten versucht zu lösen, hätte man jetzt halt, sag ich mal, Live-Hilfe, was okay ist. Problem ist, ich habe momentan nichts dabei, was der Hilfe bedurfte. Ja, und ich sag mal, interessant ist natürlich auch die Sicht von Facebook, zum Beispiel, was sie sein wollen oder wo sie machen wollen. Was sie machen wollen, ist natürlich eigentlich diametral entgegengesetzt dem, was zum Beispiel wir als Agentur häufig tun oder überwiegend tun. Na gut, aber das sind ja alles Sachen, die ich dann ab nächster Woche rocken kann. Nun gut, und ehe wir uns um die ganzen tollen Sachen in Facebook kümmern, back to the basics. Mal gucken, ob sich die Telekom heute noch meldet oder schon gemeldet hat. Yeah, nach einem irgendwie seltsamen Tag auf dem Weg nach Hause. Also wie gesagt, die Facebook Hack Berlin war nicht schlecht. Dann, als wir wieder hier angekommen sind, hatte sich natürlich die Telekom noch nicht bewegt. Dann habe ich da angerufen und musste erstmal klarstellen, dass wir sehr wohl einen Anschluss haben. Den konnten sie nämlich nicht finden. Und wie, sie haben bei uns einen VDSL-Anschluss? Nee. Dank der Kundennummer haben wir es dann hingekriegt. Und dann bin ich in die Technik vermittelt worden, die mir Stein und Bein geschworen hat. Da ist nie ein Ticket gewesen. Also da ist keins offen und da ist nie ein Ticket gewesen. Nee, kann nicht sein. Aber sie wollte gerne nochmal durchmessen und dann gegebenenfalls ein Ticket aufnehmen. Ja, man stelle sich vor, das Kabel ist immer noch durch und jetzt haben wir ein Ticket. Tja, und das Früheste, was wir kriegen konnten, nächsten Montag 13 Uhr. Telekom, die machen das. Ich sag mal so, man kann wahrscheinlich leicht nachvollziehen, dass ich auf die so einen Hals habe. Alter, Telekom ist da! Such das Schnuffel! Da ist es! Ja, die Anna hat mich gerade gebadet. Und ich bin nach Hause gekommen und ich glaube, ich habe genug aufgenommen. Morgen Demo und Kochvlog. Wir sehen uns. Tschüss!